Hi, wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese coole Valentinstags-Geschenkschachtel basteln könnt, dann bleibt jetzt dran. Ja, wie ihr seht, brauchen wir einfach nur so einen kleinen MDF-Rolling. Ich habe mich jetzt halt für den hier entschieden mit dem Gitter noch, was ich halt sehr, sehr niedlich fand. Und dann müsst ihr den einfach nur mit irgendeiner Farbe nach Wunsch schön bemalen. Wichtig ist halt, dass ihr auch bei dem Gitter aufpasst, dass ihr dann nicht zu sehr mit der Farbe drüber kommt. Weil sonst habt ihr einfach auf dem Gitter diese Farbflecken. Und ja, ansonsten einfach schön das Ganze bemalen. Ich habe jetzt in dem Fall eine Acrylpaste benutzt. Der Unterschied ist einfach, die ist im Vergleich zur normalen Acrylfarbe ein bisschen dicker. Ist dadurch aber auch von der Deckkraft her ein bisschen besser. Und es hat halt gleichzeitig so einen Metallic-Schimmer bei der Farbe, wo ich jetzt benutzt habe. Ja, und so macht ihr das einfach im ersten Schritt jetzt einmal so komplett bemalen. Natürlich die Unterseite von der Box genauso. Und wenn ihr das habt, dann lasst mir das Ganze trocknen, weil dann heißt es nämlich, es geht ans Dekorieren. Ja, wie ihr seht, habe ich mir jetzt hier schon mal so ein bisschen Konfetti und so hingelegt. Ein kleines Bändchen. Ja, ich habe mir jetzt dafür entschieden, dass wir das Ganze einfach mit dem kleinen Bändchen hier im unteren Bereich verzieren, weil ich den Kontrast zwischen Weiß und dem Metallicrot ganz schön fand. Dazu schneidet ihr euch halt einfach ein Band, was ihr möchtet, auf die entsprechende Länge zurecht und dann wird das einfach schön hier dran geklebt, wie ihr seht. Ja, das machen wir einmal komplett rumherum, immer stückchenweise arbeiten, weil der Kleber ja relativ schnell trocknet. Ja, dann seht ihr es einfach draufdrücken und so machen wir das Ganze einmal komplett rumherum um die Box. Wenn ihr jetzt nicht so eine Blättergirlande Band habt, könnt ihr natürlich auch ganz normales Band nehmen. Sieht auch sehr niedlich aus, ist einfach ein kleines bisschen anderer Effekt, aber kommt auch sehr, sehr schön. Müsst ihr einfach mal gucken, was ihr habt. Oder alternativ könntet ihr natürlich auch irgendwelche Strasssteine oder sonstiges nehmen zum Verzieren. Ja, ihr seht, das Band ist jetzt komplett trocken. Ich habe mich jetzt halt dafür entschieden, da auf dem oberen Bereich noch so einen kleinen Schmetterling drauf zu machen als Farbkontrast. Und an den Seiten werden wir jetzt gleich dann noch ein paar kleine Herzchen dran kleben, einfach um dieses Weiß von dem Band, was wir hier schon unten haben, noch ein bisschen zu wiederholen. Und außerdem dachte ich, passt das einfach ganz gut, da das Konfetti ja auch in Herzform ist, wir das einfach noch ein bisschen valentinstlicher machen, sagen wir mal so. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Anregungen braucht für andere Valentinstagsgeschenke, dann schaut euch da einfach mal mein Video mit den 5 Valentinstags-DIYs an. Da habt ihr eine Übersicht von allen Valentinstagsgeschenken, welche ich jetzt gebastelt habe für euch. Und wenn euch da eins gefällt, dann könnt ihr das auch gewinnen. Und zwar wird das nämlich verlost. Ich werde, wir haben heute der 31. Und damit das Geschenk auf jeden Fall ankommt, werde ich das Ganze bis, sagen wir mal, 7.8. laufen lassen, weil dann müssen wir noch einrechnen mit der Post und so. Und ja, wenn ihr das gewinnen möchtet, dann guckt euch einfach mal das Video an. Da wird erklärt, was ihr machen müsst. Aber ich kann schon mal so viel sagen, es ist einfach nur ein kleiner Kommentar, was ihr tun müsst. Halt unter dem Video mit dem 5 DIYs. Und ja, ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und ja, ansonsten natürlich ein Like oder so freue ich mich natürlich auch immer. Oder ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Weil sonst kann es halt sein, dass euch die Videos nicht angezeigt werden, selbst wenn ihr mich abonniert habt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Nachbasteln. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video von meiner Valentinstagsreihe wieder. In dem Sinne, bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi.